Ihr wollt bei der Setup-Quest easy das hier schaffen. Jo, sie gehen hoch. Zwei down. Drei down. Drei Schuss. Drei Treffer. Das ist Gooey! Das ist Gooey! It's a Crew! Wo seid ihr? Im Setup gar nicht in schwer, oder was? Dann seid ihr hier genau richtig und damit ciao ragazzi, euer Scooey am Start. Und damit herzlich willkommen. Und herzlich willkommen zu diesem Escape from Tarkov Quest Tutorial Video für Setup. Aber fangen wir ganz von vorne an. Was ist die Quest Setup überhaupt? Diese Quest bekommt ihr von Skier, nachdem ihr Level 18 geworden seid und vorher ein paar Quests bei ihm fertig gemacht habt. Und da geht es darum, mit einer Ushanka, einer Skeff-Weste und einer Schrotflinte PMCs auf Customs zu töten. Und zwar ganze 15 Stück. Das klingt doch nach einer Menge Spaß, oder nicht? I'm not doing this anymore. Like, I physically cannot do this. Ja, für die meisten ist das kein Spaß und genau deshalb mache ich dieses Video, weil es mir wirklich diesen Wipe ziemlich leicht gefallen ist. Und das liegt an ein paar Sachen, die ich mir vorher überlegt habe, was ich auch direkt quasi zu Anfang der Runde mache und wie ich die Runde beende. Und bevor es in den Raid geht, muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, welche Munition will ich spielen. Und da habt ihr quasi zwei Munitionsarten zur Auswahl. Und da immer noch in Tarkov bei der Munition nicht dabei steht, wie viel Damage und Pen und welche Werte diese Munitionsarten überhaupt haben, muss man da auf externe Webseiten zurückgreifen. Und ich benutze hier eft-ammo.com, Link in der Videobeschreibung. Und auch alle nachfolgenden Seiten sind in der Videobeschreibung, damit ihr diese nutzen könnt. Und hier kommt es jetzt ein bisschen auf euch und euren Spielstil an. Prinzipiell zu unterscheiden gibt es zwei Arten von Shotgun-Munition. Einmal Slugs und einmal Schrotmunition. Slugs, eine große Nackenschelle, die rausgeflogen kommt. Schrot, viele kleine, die rausgeschossen kommt. Aber wenn viele kleine treffen, tut's auch weh. Die Kills aus dem Intro, diese drei Stück, die ich gemacht habe, habe ich mit 50 BMG Slugs gemacht. Die kann man super, super einsetzen. Vielleicht auch mit einem kleinen Fernscope auf der Schrotflinte. Wirklich für eine weite Distanz. Wenn ihr da eher so Schrotflinten-Sniper-mäßig unterwegs seid, da müsst ihr natürlich gucken, bevor ihr Setup macht, könnt ihr die beim Händler kaufen. Sonst sind die auf dem Fliehmarkt teuer und kauft euch die am besten auf Vorrat, weil es natürlich begrenzt ist. Später bin ich dann auf die Piranha-Munition geswitcht, die halt Schrot ist und ist auf jeden Fall Nahdistanz bis, sage ich mal, bis zum Mittel geht schon. Wenn man da ein bisschen Lack auch auf seiner Seite hat, tut ziemlich weh, geht gut durch Rüstungen, wie ihr auch im Armor-Chart seht. Also hier schon erstes Fazit, seid ihr eher so auf Sniper-Mission unterwegs mit der Schrotflinte, dann 50 BMG oder Slugs und ihr müsst das Gesicht treffen oder ihr geht auf Nah- bis Mitteldistanz, dann auf jeden Fall Schrotmunition und checkt ein bisschen, welche ihr kaufen könnt und ihr seht im Armor-Chart, durch welche Rüstungsklassen diese durchgehen. Kleiner Tipp noch am Rande, am besten sind solche Quests, auch wenn sie vielleicht dann länger dauern, immer mit einem Mate. Am besten mit einem Duo-Mate. Falls ihr sterbt, der kann eure versicherten Sachen wegschmeißen oder sollte er sterben, könnt ihr den Refrag-Kill machen. Und ein zweites Paar Augen zum Spotten ist auch nicht so verkehrt. Wahl eurer Munition könnt ihr vorm Raid beeinflussen. Allerdings könnt ihr den zweiten Punkt nicht beeinflussen, beziehungsweise erst, sobald ihr im Raid drin seid, wie ihr damit umgeht. Und gemeint sind damit die Spawns. Und ich zeige euch jetzt eine Website, die mir schon in ganz, ganz, ganz vielen Situationen und auch Quests geholfen hat. Und zwar ist das die Seite mapgenie.io. Die haben richtig, richtig geile Tarkov-Karten und da springen wir jetzt mal rein. Das hier ist eine Karte von Customs, die jetzt gerade komplett leer ist. Aber ich kann hier das Menü aufmachen und kann hier bei Locations Spawn-Punkte anklicken. Und da seht ihr schon, es sind eine ganze Menge hier verteilt auf Customs. Und wenn ihr diese Karte offen habt, wenn ihr auf Customs spawnt
und checkt, welchen Spawnpunkt ihr habt, könnt ihr ganz easy einfach überlegen, ey, okay, der Spawnpunkt ist jetzt um mich rum. Wie positioniere ich mich, dass vielleicht ein Gegner in mich reinläuft oder ich die Verfolgung aufnehmen kann? Und so kriegt ihr maybe schon easy die ersten Kills. In diesem Beispielclip bin ich hier vorne gespawnt und bin dann ganz schnell hier vor Big Red gelaufen und habe mich positioniert, weil man hier das Item für Delivery from the Past für Factory rausholt und wollte einfach gucken, ob andere PMC-Spawns direkt diese Quest machen wollen und habe abgewartet. Hinter mir ist einer. Ja, das tut mir echt leid, Bruder. Auf dich habe ich nicht gewartet, Mann. Ja, Piranha, ja. Ach, guck mal, er ist da oben. Er ist da oben, Lolek. Digga, die machen beide aus. Und ich habe wirklich die ganze Quest im Solo gemacht. Lief auch, wenn wir ehrlich sind, nicht immer so gut. Ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich wäre selbst ein bisschen überrascht. Ich habe ihm nicht ins Gesicht getroffen. Ach klar, und dann kommt er da lang. Ach, und er macht mich in zwei Schuss, Alter. Das gibt's doch schon wieder nicht. Ich rall's nicht. Ja, auch ich bin ein paar Tode gestorben. Aber ich muss sagen, irgendwie diesen Vibe ging mir diese Quest leichter von der Hand. Vielleicht auch, weil die jetzt schon so früh kommt im Gegensatz zu früher. Und ich auch einfach ein bisschen anders da dran gegangen bin. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Macht euch Gedanken über die Munition, über die Spawns. Ja, studiert ein bisschen die Spawns und die Karte. Geht im Duo rein, bringt ein bisschen Geduld mit. Pusht nicht zu stark. Und die Hotspots auf Customs kennt man halt. Big Red, Dorms, vielleicht auch die Exits wie Old Gas, New Gas. Dann haben wir noch Castle in der Mitte mit ZB13. Ja, das sind einfach so die Hotspots und sonst spielt auf Gehör. Da, wo geschossen wird, sind Gegner. Pirscht euch langsam rein und knallt sie aus dem Leben. Und nochmal ein kleiner Tipp, falls ihr damit fertig seid oder vielleicht auch vorher. Ushanka mitnehmen, wenn ihr irgendwie andere Missionen macht, auf anderen Maps unterwegs seid, könnt ihr entweder selber schon mal bunkern für eure Quest oder auf dem Fliehmarkt verkaufen, weil die da schon ein bisschen was wert ist. Natürlich mindert sich der Preis nach der Zeit, wenn wir schon weiter fortgeschritten im Wipe sind. Und zieht euch eine dicke Rüstung an, denn eine dicke Rüstung wird nie wieder so stark sein wie aktuell im Wipe, weil jetzt die Gegner einfach schwächer sind als zum Beispiel in einer Woche. Da haben alle ein höheres Level. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und das hat euch ein bisschen was für Setup gebracht. Schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks für die Quest-Setups in die Kommentare, ob es euch was gebracht hat. Falls es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like und vergesst nicht kostenlos den Kanal zu abonnieren, denn hier wird wieder Content kommen. Regelmäßig, ich habe auf jeden Fall Bock. Denn das allererste Video mit Ground Zero hat die 10.000 Aufrufe erreicht. Ey, das mag vielleicht für den einen oder anderen echt nicht viel sein, aber für mich, das ist einfach ultra.
Danke für eure Watchtime. Ragazzi, bis zum nächsten Video. Und falls ihr meinen Content feiert, würde ich mich hammer drüber freuen, wenn ihr meinen Zweitkanal Hawaii mit Oliven abonniert. Dort lade ich ganze Folgen hoch, Uncut-Runden hoch, denn wir sind da Road to 1000 Abonnenten. Und das ist auf jeden Fall das Ziel hier. Die nächsten 3-4 Monate würde ich mich hammer drüber freuen. Und jetzt aber wirklich, bis zum nächsten Mal.